Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal und zwar heute mal von einem etwas anderen Video. Ich war tatsächlich nämlich im Miniaturwunderland und zwar vor kurzem erst, habe da ein paar Aufnahmen mit angefertigt, weil ich mir dachte, die bringe ich euch mit. Das Ganze habe ich hier in einem Video zusammengeschnitten. Verzeiht es mir, die Aufnahmen sind nicht professionell, aber ich denke mal, diejenigen, die sich vielleicht dafür interessieren, die werden trotzdem Spaß haben. Ich dachte mir, es ist auch vielleicht auch mal ganz nett ab und an ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal doch nochmal reinzubringen und nicht nur aus dem Simulator die Videos zu haben, sondern auch durchaus vielleicht mal die ein oder anderen weiteren Videos. Ja, genau. Das wird jetzt natürlich auch nichts Regelmäßiges werden, hier mit der Miniatureisenbahn. Das ist nur was Einmaliges, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir in die Kommentare einfach mal reinschreibt, was ihr so davon haltet, wie ihr das Video so fandet, ob ihr schon mal Miniatur auf Wunderland wart in Hamburg und wenn nicht, ob ihr da gerne mal hinwollen würdet. Aktuell befinden wir uns gerade hier in Italien. Wir sehen hier die Wagen der italienischen Staatsbahn, teilweise VTG auch mit dabei. Das Ganze ist hier thematisch aufgeteilt im Miniatur Wunderland. Also es gibt einzelne Bereiche, da ist man dann in Italien, in der Schweiz, in Deutschland, in den USA. Wir gehen da nach und nach durch und entsprechend dieser Aufteilung gehen wir auch jetzt hier einfach mal in den Videos durch. Das ist jetzt also nicht gemischt, sondern möglichst nach Ländern auch sortiert. Wie gesagt, Italien hier gerade am Start. Kenne ich mich jetzt nicht extremst aus mit der Eisenbahn, obwohl Interrail durch Italien auch schon mal Teil meiner Urlaubsplanung war. Erfolgreich übrigens. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich sehr empfehlen. Interrail, gerade durch Italien, lohnt sich sehr, meines Erachtens. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Wir sehen hier die ein oder anderen Züge noch ein- und ausfahren hier über dieses Viadukt mit den SBB Eurocity-Wagen. Und da kommt auch schon der Gegenzug, ein Güterzug, der Bananen transportiert. Interfrigo. Spar. Ja. Das müsste die Gegend um den Vesuv sein, wenn ich das hier richtig noch im Kopf habe. Der bricht auch in der Nacht übrigens aus. Sehr, sehr faszinierend. Ist jetzt nicht im Video drin, aber falls ihr da seid, beobachtet mal den Vesuv in der Nacht, während die 218 hier auch mal durch die Gegend fährt. Wir sind in der Schweiz angekommen. Hier Dreifachtraktion steht schon bereit und darf jetzt auch ausfahren. Auch interessant, eine Dreifachtraktion. Der SBB CFF FFS. Mit italienischen Wagen allerdings hinten dran. Und schweizerischen Wagen, der SBB. Da ist sie, die Dreifachtraktion. Hat sich hier auf den Weg gemacht durch die Anlage. Und hat sicher die ein oder anderen interessanten Ziele. Oben noch ein Stau und unten fährt auch schon der nächste Zug ein. Ja, ja, also hier ist auf jeden Fall immer viel los auf dieser Eisenbahnanlage. SBB Cargo natürlich auch mit am Start. Mit gemischtem Güterzug. Und schön immer wieder diese kleinen Szenerien. Ich kann euch eins sagen, versucht gar nicht so sehr darauf zu achten, wenn ihr Miniatur Wunderland seid, irgendwie Fotos zu machen oder Videos zu machen. Guckt euch lieber die Szenerien einfach mal genauer an. Das lohnt sich so viel mehr. Ja, also hier allein links dieser kleine Campingplatz, dieses kleine Campingfestival. Mit dem Bus noch davor und den Lichtern. So, sorry, kleiner. Ich glaube, das Video hat kurz gestockt. Naja. Vectron unterwegs von Railcare. Ja, schön, schön. Und natürlich der Wittenberger Steuerwagen
sehr vermisst im TSW, fehlt auf jeden Fall noch und hinten dran eine 143. So, und da schiebt dann auch tatsächlich mal eine 218. Die Wagen hier einmal durch die Gegend, einmal raus aus der Abstellung. Durch den Kleingarten. Und ja, hier dann auch mal ein bisschen aus dem Nachtmodus. Wundervoll. N-Wagen. Sind das N-Wagen? Nee. Das sind, glaube ich, gar keine N-Wagen, ne? Nee, das sind die Intercity-Wagen gewesen. Und die Ludmilla dieselt auch vor sich her. Ludmilla im TSW definitiv bald ein absolutes Fest. Aber 218 fährt jetzt erstmal zuerst hier durch. Ja, das Gebimmel übrigens hier auch aus von der Anlage und schön der Bahnhof Knuffingen vollgestellt. Da haben die ja tatsächlich eine fiktive Stadt gebaut, Knuffingen, mit einem großen Airport. Hier sehen wir es laut hier, aber waren Sie schon mal am Knuffingen Airport? Da ist es wirklich laut. Das ist wirklich verdammt laut, wenn die Flieger starten und landen. Wie in Realität, meines Erachtens, ist ein Ticken zu laut, ganz ehrlich. Ich glaube, das hätte man auch ein bisschen runterfahren können, dann ist es weniger stressig. Aber gut, ja. Ein Flughafen ist halt laut. Die 120 mit den City Nightline-Wagen hat jetzt Ausfahrt und in den Wagen ist es hoffentlich nicht laut, denn die Miniaturfahrgäste wollen ja schlafen. Ach, auch schade, dass es die nicht mehr gibt, ne? CNL. Ui, da ist aber viel Staub auf der Oberleitung. Da müsste mal jemand einmal durchkärchern. So, das müsste dann jetzt auch schon Österreich gewesen sein. Genau, ja. Da sehen wir den Herkules. Vergessen, welche Baureihenbezeichnung, aber ja, Herkules müsste der gängige Name sein. Toll. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht im Miniaturwunderland. Ich kann definitiv sagen, dass es sich lohnt, absolut lohnt. Für alle, die so ein bisschen was für Eisenbahn übrig haben, es ist toll. Selbst für die, die nicht unbedingt was für die Eisenbahn übrig haben, aber doch noch im Herzen ein Kind geblieben sind. Es macht total Spaß, da sich die ganzen Szenerien anzugucken. Es ist ja nicht nur Eisenbahn, es ist ja auch Formel 1. Schiffsfahrt ist dort ein ganz großes Thema, Flugzeuge, also das ist wirklich alles dabei. Aber die Eisenbahn ist dann natürlich das umspannende Thema. So, Vectron fährt hier auch nochmal durch mit den Kesselwagen. Durch Österreich. Und der TUI Ferienexpress, wenn ich das richtig lese, hält auch gerade. Ferienexpress sagt mir tatsächlich nichts, muss ich sagen. Es stammt wohl eher aus einer Zeit vor mir. 101er mit Intercity und natürlich hinten dran der Steuerwagen. Da ist er. Toll. Auch in der Nacht wirklich ein schönes Bild. Hamburger S-Bahn. Hamburg natürlich auch ein großes Thema, Miniaturwunderland, das ist klar. Und der Tri-Ersatzpark mit den N-Wagen, der vielleicht berühmteste Ersatzzug Deutschlands, hat Einfahrt erhalten im Bahnhof von Knuffingen. Hinten dran eine 110er, glaube ich. Die 101 fährt auch aus. Im Hintergrund der Metronom. Ebenfalls Ausfahrt. 146 schiebt, glaube ich, ran und Einfahrt der S-Bahn Hamburg und Ausfahrt der Boy 103 auch noch mit dazu, weil heute mein guter Tag ist, auch noch eine 103 oben mit drauf. Mit TEE-Wagen, glaube ich. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Oder sind das, ich glaube, das war ein Nachtzugwagen. Und der Köf stand da, glaube ich, auch noch gerade. So. Da fährt einmal die
2018 lang in Doppeltraktion. Mit den Erz- bzw. Kohlewagen. Ja, die zwei Radfahrer, die sind dann natürlich ganz erstaunt auch. Oh ja, Intercity in Produktfarben. Herrlich. Ah, da kann ich mir schon vorstellen. Und noch 120 hinten dran, dass dann noch gute Repaints bald im TSW kommen werden, wenn der Intercity-Steuerwagen dann erscheint. Und der kleine Geldexpress, da kann man eine Münze reinwerfen. Ich weiß nur nicht, ob man das tatsächlich soll oder es nur auch Szenerie ist. Ja, und dann war es das auch schon fast. Hier auch nochmal ein, zwei Impressionen aus dem hohen Norden. Aus, was ist das? Finnland, Schweden, glaube ich. Ja, die Rentiere sind auch schon am Start. Und auch nochmal ein Schweizer Zug hat sich auch nochmal verirrt. Toll. Ja, und dann war es das auch schon. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und wir mit diesem Zug, der hier ausfährt, verabschiede ich mich. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.